Hallo lieber Otto und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auch die Community von Otto. Vielen Dank, dass ich mich hier bewerben darf. Ich hoffe, dass ich es in den Livestream geschafft habe. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist David, ich bin 39 Jahre alt. Ich komme hier aus dem wunderschönen Frankenthal in der Pfalz und wie ihr im Hintergrund hören könnt, läuft hier eine Schnellstraße vorbei. Liegt daran, dass wir hier im Dreiländereck sind unter anderem und hier habt ihr Hessen, Baden-Württemberg und so weiter. Random Stuff. Auf jeden Fall, was ich euch kurz erzählen wollte über mich. Ja, wie gesagt, 39 Jahre alt. Ich bin gelernter Buchbinder, arbeite seit einigen Jahren als Sachbearbeiter für den Deutschen Bundestag. Bin einem Abgeordnetenbüro zugeteilt und möchte einfach gerne die Chance nutzen, mich beim Active Warrior zu bewerben. Liegt einfach damit verbunden, dass ich sehr gerne Herausforderungen annehme und dass ich auch mir einfach mal eine Challenge setzen möchte. Ich habe eine große Challenge hinter mich gebracht im letzten Jahr. Und zwar habe ich am 28.04. im letzten Jahr eine Magenbypass-OP gehabt. Ich habe vorher mal 225 Kilo gewogen. Davon habe ich jetzt 80 Kilo runter, muss weiter nach unten gehen, habe deutlich an Fitness gesteigert, habe alles gemacht bis jetzt, was richtig und wichtig war für diese Challenge und möchte einfach neue Ziele setzen, weitermachen. Auf diesem Kanal hier gibt es seit letztem Jahr ganz viel so Wanderzeug, ich fahre viel mit dem Rad, ich bin mit Freunden unterwegs, wir zelten, wir campen, wir machen Biwaks, Overnighter, lauter so Zeug. Du verstörst dich. Kostet irgendwas da mit deiner Hose los? Weißt du was hier, Tristan? Bisschen Eingange. Das Kalzwasser. Bisschen. Ich habe jahrelang tatsächlich diese ganze Community verfolgt auf YouTube. Ich war so ein richtiger Sesselfurzer, so ein Sofa-Athlet. Ihr wisst schon, die Typen, die einfach zu Hause rumhocken und sagen so, hey, das musst du dir auch mal geben. Aber du hast es einfach nie gemacht. Fuck, du hast auf dem Sofa gesessen, du bist einfach mal fetter geworden. Und jetzt habe ich tatsächlich das Level erreicht, dass ich sage, ich möchte diese Challenge annehmen und ich möchte mit dabei sein. Ich möchte mit nach Lappland fahren und scheiße, ich möchte einfach mit einem Survival-Experten durch Lappland laufen und klären, ob ich im Schnee zusammen mit einem Profi überleben kann. Und da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Ich habe Otto tatsächlich vor Seven vs. Wild nur sporadisch gekannt, aus ein, zwei Videos. Und ich muss zugeben, er hat mich tief beeindruckt. Ja? Nicht deshalb, weil er jetzt irgendwie das Ding gewonnen hätte oder sonst irgendwas. Nein, einfach weil die Aussagen, die er getroffen hat zum Thema Umweltschutz und so weiter, die haben mich einfach beeindruckt. Und ich denke, so einen korrekten Typen, das Format muss unterstützen. Und auch deswegen möchte ich mich bewerben. Ich habe gesehen, dass sich schon Dutzende, Hunderte Leute schon beworben haben. Deswegen ist die Chance relativ gering. Und ich bin auch, bin ich ganz ehrlich, nicht der Outdoor- und Survival-Experte und versuche halt immer nur mein Ding durchzuziehen. Aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr gezeigt, was es heißt, sich durchzubeißen, sich Ziele zu setzen und dran zu arbeiten. Deswegen möchte ich dabei sein. Deswegen möchte ich die Wildcard haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir zumindest die Chance gibt, in die Livestream zu kommen, mich zu erklären, warum ich einfach Bock auf die ganze Nummer habe. Wie gesagt, ich habe den Elan, ich habe auch die Power, da zweifle ich nicht dran und ich möchte das Ding gemeinsam mit der Community durchziehen. Deswegen, ja, meine Bewerbung für die Wildcard, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dabei sein und wenn ihr mich auch dabei haben wollt, dann taggt bitte meinen Kanal bei Otto unter die Kommentare und postet das, teilt das, macht das Ding viral und sorgt dafür, dass jemand, der mal ganz groß war, ganz klein war, was Großes erreichen kann, ganz klein ist, was erzähle ich hier? Alter, taggt mich auf jeden Fall, macht mich rein. Otto, es wäre Herzensangelegenheit, wenn ich dabei wäre. Und ich sollte dich auch von meinem Sohnemann grüßen, der ist nämlich dein größter Fan. Ciao. Ach, und wenn ihr gerade dabei seid, abonniert doch einfach meinen Kanal.